Hey, wir sind Manuel und Maren und gemeinsam mit unserem selbst ausgebauten Camper Sprinti reisen wir seit Ende 2022 durch Europa. Nachdem wir im Frühling Spanien und Portugal für uns entdeckt haben, verbringen wir die zweite Jahreshälfte im hohen Norden. Also, steig ein, schnall dich an und los geht's! Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt seit unserem schönen Stellplatz am Wasser ein ganzes Stück gefahren und sind jetzt auf dem Weg in eine Region, in der uns sehr wahrscheinlich noch ein wenig Winter erwartet. Wir sind auf jeden Fall auf Schnee und kältere Temperaturen eingestellt. Jetzt stehen wir gerade an einer Fähr- und Entsorgungsstation und werden die Gelegenheit nochmal nutzen, unsere Tanks aufzufüllen, unseren Müll zu entsorgen und uns vorzubereiten für die nächste Etappe. Wir haben insgesamt zwei Wassertanks bei uns im Auto verbaut, einen großen direkt im Heck und dann haben wir jetzt vor kurzem erst noch einen nachgerüstet auf dem Dach. Das sind nochmal 40 Liter, die wir on top mitnehmen können, was natürlich gerade in Gebieten, wo man seltener Wasser auffüllen kann oder wo wir wissen, dass wir länger an einem Stellplatz sein möchten, super praktisch ist. Allerdings müssen wir jetzt bei dem auf dem Dach mal schauen, ob wir den wirklich voll machen können, denn es könnte sein, dass uns nachts noch Minusgrade erwarten. Okay, it's water. So, der Wassertank ist voll und jetzt nutzen wir die Gelegenheit und gehen hier hinter uns noch einmal zum Spar, um ein bisschen unsere Vorräte aufzufüllen. Wir haben zwar gut vorgesorgt und einiges aus Deutschland mitgenommen, weil Einkaufen in Norwegen wirklich keinen Spaß macht. Das ist einfach nochmal eine ganze Ecke teurer als in Deutschland. Aber ja, was sein muss, muss sein und wir nehmen euch auch da mal kurz mit. Eine Gurke, 2 Euro, also Schnapperle. Wir haben ein kleines Feta-Laster. Jetzt allerdings nicht mehr, denn hier in Norwegen kostet der einfach um die 5 Euro. Richtig krass, also der bleibt hier. Einkauf in Norwegen. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren raten, was uns das gekostet hat. Die Einkäufe sind verräumt und wir lösen noch mal kurz auf. Das Ganze hat uns jetzt 850 Kronen gekostet. Das sind rund 75 Euro. Also definitiv kein Schnäppchen. Man kann, glaube ich, so im Durchschnitt sagen, dass die Preise hier in Norwegen ungefähr 30, wir haben auch schon teilweise 40-50% gelesen, teurer sind als in Deutschland. Diesel kostet hier aktuell ungefähr 1,65 Euro. Im Süden waren es noch irgendwie 1,40 Euro, da waren wir noch sehr glücklich. Aber je weiter nördlich wir kommen, desto teurer wird es. So, der Tank ist voll. Wir haben uns gerade noch eine frische Dusche abgeholt und jetzt geht's endlich auf Stellplatzsuche. Solche Orga-Tage wie heute ziehen sich echt immer unendlich. Eigentlich wissen wir das auch, aber trotzdem fühlt es sich dann jedes Mal echt wieder mega lange an, bis wir mit allem durch sind. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein Plätzchen im Winter Wonderland finden. Wir sind hier übrigens gerade auf dem Haukelifjell. Das ist, soweit ich weiß, Teil des Hardangervidda Nationalparks. Und wenn man aus dem Süden kommt, also von Kristiansand quasi quer durchs Land nach Norden, die erste wirkliche Fjellhochebene, die man so erreichen kann.
Wir haben jetzt noch ganz gemütlich gegessen und sind immer wieder fasziniert, wie lange es einfach aktuell noch hell ist. Wir merken auch, dass wir unseren Rhythmus dadurch einfach komplett verlieren. Wir sind sowieso eher Nachteulen, sind lange wach und schlafen aber dafür auch gerne mal länger. Und ja, jetzt ist es wieder passiert, dass wir erst um 10 Uhr Abend gegessen haben. Und jetzt ist es halt gerade 23 Uhr und es ist fast noch taghell. Und das genießen wir gerade sehr. Manu lässt auch gerade noch einmal die Drohne fliegen, um ein paar Impressionen einzufangen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, diese langen Tage in Norwegen. Jetzt mal unsere Wanderklamotten aus, möchten nämlich eine kleine Tour machen. Hier von unserem Parkplatz ungefähr so eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt ist eine kleine Fjellhütte. Dort soll es was zu trinken, was zu snacken geben und versuchen mal da jetzt hinzukommen. Heute ist der 4. Juni, rein meteorologisch gesehen, also bereits Sommer. Hier im bergigen Inland bleibt der letzte Schnee jedoch oft bis in den Juli liegen, bevor im Spätsommer meist schon wieder der Winter einsetzt. Norwegen liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Alaska, Grönland und Sibirien. Und wir lieben dieses Gefühl arktischer Weite, das die schneebedeckten Berge und gefrorenen Seen hier auf den Hochebenen in uns auslösen. Dafür nehmen wir auch gerne in Kauf, dass Wandern zu dieser Jahreszeit mit kleinen Herausforderungen verbunden ist. Viele Wanderwege sind noch unter dem Schnee begraben und das Tauwasser bahnt sich seinen Weg entlang der Ufer. Eine zum Teil ziemlich matschige Angelegenheit, die heute mit der Einkehr in eine urigen Ausflugshütte belohnt wird. Wir haben unser Ziel erreicht, haben noch einen richtig schönen Platz am Fenster ergattert und haben uns zwei Burger bestellt für entspannte 45 Euro. Zwei Burger, eine Cola. Auf jeden Fall ein teurer Ausblick hier. Sonnenbahn, die Fjellburger? Ja. Yes. Thank you. Thank you. So, nach 4 Tagen oben im Schnee auf dem Fjell geht es uns jetzt weiter. Wir fahren jetzt wieder runter vom Berg und schauen mal, ob wir nicht heute vielleicht noch eine kleine Gletscherwanderung machen. Wir fahren Richtung Eidfjord und dort gibt es den Boerbreen-Gletscher und da gibt es wohl eine 2-stündige Wanderung hin und wir schauen mal, wie voll es ist.
war auf jeden Fall echt eine sehr abenteuerliche Anfahrt. Ich glaube, eine der abenteuerlichsten, die wir bisher mit Sprinti gemeistert haben. Definitiv. Ich glaube, wir sind bestimmt 10 Autos ausgewichen, immer irgendwie ja, so ganz knapp an irgendeinem Abhang oder irgendeinem Stein oder irgendeiner Kuh. Aber wir haben es geschafft. Aussieht sieht schon mal super schön aus hier. Jetzt überlegen wir uns, ob wir bereit sind für 4 Stunden Wanderung mit Klettern. Das war irgendwie eine ganz schön anstrengende Fahrt. Aber eins wollen wir euch noch zeigen. Manu hat mal wieder on point eingeparkt. Da passt kein Finger mehr. Perfekt, zwischen gerade, gerade so die Hand. So, die Rucksäcke sind gepackt. Wir haben 16 Uhr, also eigentlich relativ spät für eine Wanderung. Aber dadurch, dass ja die Tage hier gerade sehr lang sind und wir so ein Stück weit hoffen, dass die Wanderung dann gerade nicht mehr ganz so stark frequentiert ist, versuchen wir es jetzt einfach mal, gucken, wie weit wir kommen. Ich muss sagen, ein ganz kleines, mulmiges Gefühl habe ich immer bei Wanderungen, wo man im Vorfeld schon liest, dass es da viele Kletteranteile gibt. Ich bin kein Klettermax und bin da immer etwas vorsichtig, aber wir machen das Stück für Stück, schauen, wie weit wir kommen und wird bestimmt schön. Das Wetter spielt mit. Wir sind guter Dinge. Nach etwa einer halben Stunde beginnen die ersten seilversicherten Passagen. Ich erinnere mich an Erfahrungsberichte anderer Wanderer, die den Aufstieg ab hier als sehr anspruchsvoll beschreiben. Einige sind sogar umgekehrt. Und obwohl ich durch die letzten 2 Jahre in den Bayerischen Alpen und diverse Wanderurlaube eigentlich eine Menge Bergerfahrung habe, wird mir mulmig bei dem Gedanken, meine Sicherheit ein paar ausgefransten Seilen und meiner eigenen Griffkraft zu überlassen. Diesmal nicht, entscheide ich. Diesmal wird meine Angst nicht über die Vorfreude siegen, den drittgrößten Gletscher Norwegens aus nächster Nähe zu betrachten. Und mit jedem Schritt, mit jedem Meter Seil, der hinter mir liegt, fühle ich mich sicherer. Bis es mir irgendwann sogar Spaß macht, über die schroffen Felsen zu kraxeln, die unseren weiteren Aufstieg maßgeblich prägen werden. It's not the mountain we conquer, but ourselves, habe ich mal gelesen. Und es stimmt. Eigentlich stand ich mir bisher nur selbst im Weg, um schon viel früher Kletterpartien dieser Art zu meistern. Wir haben es geschafft. Es war eine ganz schöne Kletterei jetzt, aber da oben ist der Gletscher. Wir sind ungefähr 2 Stunden unterwegs gewesen tatsächlich. Sehr, sehr viele Seilpassagen, wie befürchtet. Aber wir haben es geschafft. Jetzt so eine Pause, essen was, trinken was und genießen die Aussicht. Aufgegangen sind tatsächlich die letzten hier oben am Gletscher. Es ist allerdings auch schon 19 Uhr und obwohl wir ja wissen, dass es noch sehr lange hell ist, machen wir uns jetzt trotzdem gleich mal auf den Rückweg, denn einfach vom Feeling her ist es schon schön, auch irgendwann wieder unten zu sein. Da sind wir wieder. Zurück. Oh, Tür. Zurück im Auto. Sind ganz gut erschöpft, weil jetzt 4 Stunden unterwegs. Können aber zum Glück direkt hier auf dem Parkplatz vom Boerbreen parken oder übernachten. Das kostet 150 Kronen, das sind umgerechnet ungefähr 12 oder 13 Euro, also ja, in Ordnung. Das ist uns auf jeden Fall wert, besser als die Straße nochmal zurückzufahren heute. Definitiv. Genau. Genau, und an dieser Stelle beenden wir jetzt auch das Video. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Ausflug zum Gletscher gefallen. Genau. Und ja, bleibt gerne dabei.
drückt auf den Abonnieren-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Setzen. Mama, jetzt sind wir auf dem Stein. Soll ich mir solche Radler holen?